Ja, du bist halt, du warst halt mal eine pralle Aubergine, jetzt bist du eine staubige Rosine. Das hat sich nicht nur gereimt, sondern ist auch die Wahrheit. So, da sind wir bei den Choose Your Weapon Gaming News. Wir schauen uns die Woche vom 22. bis zum 28. Juni an. Sieht so aus, als wenn wir noch ein bisschen vom Sommerloch verschont bleiben würden. Es kommen ein paar Games raus. Am Dienstag, den 23.06. gibt es Batman Arkham Knight für PC, PS4 und für die Xbox One. Das Ende der Arkham-Trilogie. Und ja, man kann mit dem Batmobil fahren, was schon mal ziemlich awesome ist. Ansonsten sieht das Spiel relativ ähnlich aus, aber die anderen Batman-Games davor waren ja auch ziemlich cool. Let's Play davon kommt auch auf jeden Fall. Dann gibt es ebenfalls am Dienstag, 23.06. noch Final Fantasy XIV A Real Reborn Heavensward für PC und für PS4. Das ist ein Add-on für Final Fantasy XIV, das MMO, und es gibt auch The Complete Experience. Da ist das Hauptgame und das Add-on schon mit drin, also falls ihr das Game noch gar nicht habt, ansonsten könnt ihr es euch auch einzeln kaufen. Was es ist, die Levelgrenze wird von 50 auf 60 erhöht. Dann gibt es neue Gebiete, neue Raids und im Allgemeinen viel neues Zeug. Falls ihr Fan von Final Fantasy XIV sein solltet, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Dann haben wir Freitag, den 26.06. noch J-Stars Victory VS Plus für PS3, PS4 und für die PS Vita. Das ist ein sehr spezielles Game, nenne ich es jetzt einfach mal. Definitiv was für Anime-Fans und für nicht wirklich arg viel andere, denke ich mal. Es ist ein Crossover-Prügelspiel. Und zwar Crossover im Sinne von Shonen Jump und V-Jump, die beiden Manga-Magazine. Die haben Jubiläum und da gibt es ein Game dazu. Also, weil es ja auf Mangas steht und auf Animes und auf Prügelspiele, ist es definitiv auf jeden Fall mal ein Blick wert. Das kommt am 26. raus und ebenfalls am 26.06. noch Yoshi's Woolly World für die Wii U, wer hätte es gedacht. Das erste Yoshi Home Console Game seit Yoshi's Story, das auf der N64 1997 rauskam. Und es ist ähnlich wie Kirby's Epic Yarn von der Optik, also Stoff und Garn eben. Schaut es euch an, wenn ihr eine Wii U habt. Wir gucken, was es bei den Indie-Games so gibt. Indie Now! Bei den Indie-Games war letzte Woche eigentlich so gar nichts los, weil es war E3 und Steam Summer Sale sind gerade, also kein Mensch released gerade Games. Aber wir haben natürlich ein kostenloses Spiel die Woche und das heißt You Can Shave the Baby. Ja, das heißt wirklich so. Und das kann man in dem Spiel auch machen, unter anderem. Das Prinzip so ein bisschen wie WarioWare, also einfach ein Haufen Minigames, die man machen muss. Super, super witzig. Link ist unten in der Beschreibung und es kommt der Typ aus Nordkorea mal mit den Nordkorea-News. An der Newsfront sieht es wie folgt aus. Falls ihr die letzte Woche nicht unter einem Stein gelebt habt, dann habt ihr eventuell mitbekommen, dass die Free stattgefunden hat. Viele neue Sachen wurden angekündigt, viel zu viele, um sie jetzt in der kurzen Zeit durchzubringen. Deswegen gibt es heute nur eine Verlinkung unten in der Description für so ziemlich alle oder für die wichtigsten Press-Conferences und Ankündigungen. Steht's unten, könnt ihr euch durchklicken. Von Sony bis Microsoft über Bethesda und was weiß ich noch. Wir machen eventuell noch einen Podcast dazu, wenn wir Zeit und Lust haben. Und wenn ihr Beta zuspammt mit bitte, bitte mach. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns nächste Woche. Auf Wiederschauen. Wir fangen kleiner, ja. Sehr froh, dass wir nicht monochrom sind. Ich habe letzte Woche auch fast eine Flasche Wasser über meinen Laptop gekippt. Ich habe neulich ja nicht mal einen neuen gekauft. Weil da ist gar nicht so schwer. Der ist nicht so alt. Ich habe neulich Kaffee über meinen Rechner gekippt. Über deinen Rechner oder über die Tastatur? Über den Rechner. Rechner? Hast du oben Lüftungsschlitze? Nein. Ja, fast mit Lüftungsschlitze. Freshbang, was ist ein Freshbang? Das was Will Smith benutzt, dann kommt Freshbang. Schnell erstmal also hinten ausgeschaltet, sofort mich draufgeschmissen, mit dem T-Shirt abgerubbelt. So eine Mundwassergranate. Ganz ehrlich, ich würde vielen Leuten gerne eine Mundwassergranate ins Gesicht werfen. Alter, Kim Jong-un News. Oh. Kim Jong-un hat, oder die haben gemeint. Die AIDS-Pille! Die haben gemeint, Kim Jong-un hat eine Heilung für AIDS und Ebola und noch irgendwas. Für alles. Ich will da nur. Du hast aber auch kein Glück mehr in deinem Leben. Das weißt du, du hast ein Messer ins CS bekommen und das war's. Das war's. Ja. In 10 Jahren legst du eine Gosse, Rattennagel an deiner Eichel, du hast Scheiße in den Haaren und Blätter. Hab ich mir auch gedacht, so arschwortlos. Hey, Kim, Leute umbringen ist nichts gleich wie Leute heilen. Ich meine, die haben dann auch kein AIDS mehr, aber die sind halt tot.